Was um alles in der Welt? Wie konnten diese Kinder mich... mich? Einfach sagenhaft, Niki. Dabei ist Fabian doch so stark. Also noch einmal, stell dich nicht dumm und spuk gefälligst aus, was hier los ist, Fabian. Ist ja schon gut. Auf dich allein gestellt zu sein, hat dich wirklich abgehärtet und ganz schön zynisch gemacht. Aber gut, wäre ich auf der Suche nach Cosmog, würde ich wohl im Untergeschoss nachsehen. Im Untergeschoss, sagst du? Das erinnert mich an irgendwas. Ach ja, meinte Pia nicht, diese Erschütterung neulich sei aus dem Untergeschoss gekommen? Was in aller Welt treibt ihr da unten? Das wüsstest du wohl gern, was? Ich habe ja aus verlässlichen Quellen gehört, dass dort unten Experimente stattfinden, die den Weg in eine andere Welt ebnen sollen. Wir haben keine Zeit für deine kryptischen Andeutungen. Schalte den Aufzug für uns frei. Aber sicher doch. Das ist das Mindestmaß an Freundlichkeit, das ich als Regionalleiter hier in den Tag legen kann. Niki, Tali, sobald ihr bereit seid, geht es los. Also, seid ihr bereit? Nein, warte mal kurz. Lasst euch bitte nicht zu viel Zeit. Ich würde eigentlich ganz kurz wissen, ob ich hier meine Pokémon heilen kann. Lass mich deine Pokémon wieder fit machen. Ja, das dachte ich mir, dass es ging. Dein Pokémon geht es wieder richtig gut, hm? So, perfekt, jetzt können wir gehen. Ja, bereit. Dann lass uns gehen. Warum hat Fabian gerade so gegrinst? Hm? Hier hat sich nicht viel verändert. Ist ja auch erst 2 Jahre her. Wow, das sieht ja aus wie eine Geheimbasis. Nicht so laut, Tali. Es freut mich, dass du dir nicht vor Angst in die Hosen machst, aber wir müssen Ruhe bewahren. Und was machen wir jetzt? Hinter dieser Tür befindet sich ein Gang mit 2 Geheimlaboren. Ich übernehme Geheimlabor A, das in der Mitte davon liegt. Ihr beiden kümmert euch um Geheimlabor B. Das liegt am Ende des Gangs. Wieso müssen wir das andere Labor nehmen? Und warum kennst du dich hier überhaupt aus? Seid auf der Hut. Ich bin mir sicher, dass Fabian schon der halben Belegschaft von uns erzählt hat. Ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert, aber anscheinend bekommt das Gladio auch mit der Angst zu tun. Hier, Niki, das ist für dich. Top-Beleber, brauche ich nicht. Danke aber trotzdem. Lili braucht unsere Hilfe, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja. Oh. Stehen geblieben, Eindringling. Niemand betritt unbefugt das Geheimlabor. Da sind schon die Leute, die Fabian gerufen hat. Die Musik ist cool. Ein Slimer. Oh, das wird sowas von zerstört werden. Ich habe immer noch einen Typ Gift, also von daher. Und Gift hat angeblich eine Bodenschwäche. Katan. Oh, X-Abwehr. Steigt stark. Katajing. Oh, doch, hat was gebracht. Oh, nochmal ein Pferdestärke. Als ob das jetzt noch was bringt, ganz ehrlich. So, Nummer 1 ist besiegt. Na, Forscher, wir haben hier Zutritt. Jetzt bin ich an der Reihe, dann will ich dir mal eine kleine Kostprobe unserer Forschungsarbeit geben. Eigentlich will ich ja passen, aber irgendwie, die haben es wirklich auf mich abgesehen. Pferdestärke!
Ehrenstab, Robustheit. Und nochmal Pferdestärke. Die wollen echt meine Verteidigung komplett senken. Bringt denn noch nichts. Der Kampf ist vorbei. Und 52. So, Nummer 2 ist besiegt. Kommt noch der letzte. In diesem Labor befassen wir uns mit der Entwicklung neuartiger Pokébälle. Mit unserer neuesten Errungenschaft lassen sich sogar Pokémon fangen, die nicht in Alola heimisch sind. Lass mich raten, was dich hierher führt. Du suchst Cosmox, stimmt's? Wenn du wissen willst, für welche Experimente wir es benutzt haben, musst du mich erst besiegen. Texak, wir killen dich. Okay. Ich glaube, mehr Pokébälle. Nein, auch nur ein. Pokémon 2. Ich finde, Porygon macht absolut keinen Sinn. Warum auch immer es Porygon 2 und Porygon Z gibt, ich habe keinen Plan. Pferdestärke. Okay, damit hat es keine Wirkung. Dann Rambos. Oh, sehr effektiv. Doch nicht. Ziemlich stark. Und nochmal Rambos. Und down. Cosmog ist das letzte fehlende Puzzlestück, der Schlüssel zur Öffnung der Ultrapforte, deshalb haben wir diese Experimente durchgeführt. Okay. Dann... ein Supertrank. Und dann schauen wir mal weiter. So, Claudia macht das hier und wir sollen dann nach hinten gehen. Was wollt ihr Kinder denn hier? Fast, ja, nichts mit euren Schmutzfingern an. Unsere Forschungsarbeit ist unser Leben. Da kenne ich auch bei Kindern keine Gnade. Doppelkampf. Wäre mal wieder interessant. Yeah, Doppelkampf. Mit Tali an meiner Seite, oder? Ja, endlich mal wieder. Saganabis und Alabis. Blöd nur, dass es genau das falsche Pokémon ist, was ich gerade da habe. Akkub, so. Das muss wehtun. So. Funkensprung auf Saganabis. Perfekt. Erster Staun. Und zweite Showdown. Primarene Level 52. Ich erforsche die Pokémon ja lediglich. Kämpfe liegen mir leider nicht so sehr. Die Kollegen aus Labor A hingegen sind richtige Profis, was Pokémon-Kämpfe angeht. Ist aber auch kein Wunder bei der gefährlichen Pokémon-Art, die sie erforschen. Genug davon, wo steckt Lily und Cosmog? Da wir leider äußerst gemeine Erwachsene sind, verraten wir auch nach einer Niederlage nichts. Daher sind...
Hier sind sie jedenfalls nicht, was ihr wohl aber auch selbst sehen könnt. Also hat Fabian uns verarscht. Du, Niki, warum teilen wir uns nicht auf und sehen uns um? Vielleicht finden wir irgendetwas einen Hinweis auf ihren Verbleib. Ja, was haben wir hier? Edda Bericht zu den Ultrapforten. Hinter den von Professor Mohn entdeckten Ultrapforten scheinen sich andere Dimensionen zu verbergen. Der Nachweis von Veränderungen der Masse in jenen Dimensionen deutet auf die Existenz von Lebewesen hin, die Ähnlichkeiten mit Pokémon aufweisen. Wir bezeichnen diese Wesen vorläufig mit dem Arbeitsnamen Ultrabestien. Alright, was haben wir hier? Edda-Bericht zu Cosmog. Es wird davon ausgegangen, dass Cosmog eine Ultrabestie aus einer anderen Dimension der Ultradimension ist. Gerät es unter Stress, wird seine Fähigkeit aktiviert, die sodann eine Ultrapforte öffnet, wahrscheinlich um ihm zur Flucht zu verhelfen. Gegenwärtig forschen wir an einer Maschine, die Cosmog unter konstanten Stress setzt und die Ultrapforte dauerhaft offen hält. Was? Cosmog ist vielleicht eine Ultrabestie? Das müssen wir Gladio erzählen. Nun denn. Und irgendwelche Erkenntnisse? Ein paar Dinge über Cosmog, mal sehen. Es ist eventuell eine Ultrabestie. Und wenn man es unter Stress setzt, öffnet es eine Ultrapforte. Das muss so eine Art Abwehrmechanismus sein. Sie haben es also bewusst Stress ausgesetzt. Deshalb ist Lilly mit Cosmog abgehauen. Wahrscheinlich konnte sie einfach nicht anders. Sie ist viel zu gutherzig. Aber wir haben keine Ahnung, wo sich die beiden gerade befinden. Fabian muss das gewusst haben. Es ist möglich, dass er uns reingelegt hat. Ausführliche Erklärungen gehören nicht gerade zu Gladios Stärken. Ich frage mich, ob er das absichtlich macht, um cool zu wirken. Egal, wir sollten ihm folgen. Schließlich stecken wir hier alle im selben Schlamassel. Ich folge ihm nur ganz langsam, weil ich jetzt was trinken will. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Wo sind sie denn hin? Sind sie wieder hochgefahren oder wie? EG. Niki. Ich wusste, Fabian hat noch ein Ass im Ärmel. Was sollen wir nun machen? Wir schalten jeden aus, der sich uns in den Weg stellt. Oder hast du eine bessere Idee? Kein Grund, gleich so schnippisch zu werden. Nicht einen Schritt weiter, das ist ein Befehl von Regionalleiter Fabian. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wo ihr von den dunklen Machenschaften der Erde Foundation wisst. Oh, Niki, die können wir nur im Team erledigen. Eigentlich kann ich alle selber erledigen, aber ja, Team hört sich gut an. Sie benutzen immer Gegensätze. Finde ich interessant. Und zufälligerweise immer Pokémon aus Rubin, Saphir und Smaragd. Interessant. Rambas. So, Anorede schon mal down. Und 53 für Pampras. Ja, das haben wir schon klar, aber wir machen trotzdem weiter. Rambos auf Lilip.
Und down. Ark, sind die Kinder in Alola wirklich so stark? Das macht die Inselwanderschaft aus ihnen und jetzt aus dem Weg. Puh, danke Niki und natürlich auch Pambros. Wenn man seine Partner-Pokémon besser versteht, kann man selbst an Kämpfen Spaß haben, die man auf keinen Fall verlieren darf. Gehen wir. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben, auch wenn wir nicht die besten Freunde sind. Das, was Tali beim Dome Royal gesagt hat, ist da vielleicht doch etwas Wahres dran? Wenn ich nur wüsste, was er gesagt hat. Das ist doch... Gladio, ja, du bist es wirklich. Ihr kennt euch? Wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Niki, Tali, lasst mich eure Pokémon wieder fit machen. Kannst du mir sagen, wo Lilly steckt? Sie müsste bei der Präsidentin sein. Danke, das war's auch schon. Wir gehen gleich zu ihr. Die Präsidentin? Das ist doch Samantha, oder? Sie wird uns bestimmt zuhören. Sie ist sehr nett. Zu euch vielleicht. Und das auch nur, weil sie keinerlei Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr. Die Tür ist verschlossen. Schon wieder? Das ist kein Problem. Endlich mal jemand auf unserer Seite. Oh Gott. Na, jetzt wünscht ihr euch sicher, ihr wärt brav im Untergeschoss geblieben, was? Mir war natürlich klar, dass ihr irgendwann heraufkommen würdet, um zur Präsidentin zu gelangen. Und da euer Verhalten für mich so leicht zu durchschauen war, habe ich vor der Villa, in der sich die Präsidentin aufhält, diesen Hinterhalt für euch vorbereitet. Damit kann ich meinen Patzer von vorhin wieder gut machen. Ins Untergeschoss habe ich euch nur geschickt, um genug Zeit zu haben, meine Untergebenen zusammenzutrommeln. Ja, ich wusste schon. Du bist echt nett, Herr Fabian. Aber natürlich, immerhin bin ich noch der fabelhafte Regionalleiter. So nett, dass du uns sogar verraten hast, wo sich die Präsidentin und somit auch Cosmog und Lilly aufhalten. Dabei haben wir nicht einmal nach ihnen gefragt. Was? Genug der Worte! Ihr da, haltet diese Kinder auf! Worauf wartet ihr denn noch? Wir haben keine Zeit für sowas. Hilf mir, Niki. Alright. Noch ein Doppelkampf. Diesmal mit Gladio an meiner Seite, oder? Magma und Electek, diesmal aus Generation 1, glaub. Ach, mit seinem Typ 0 kommt er wieder. Ist halt so verdammt stark. Pferdestärke auf Electek. Okay. Holy shit. Ich hätte auch Airbeam einsetzen können. Wir wären beide jetzt schon down gewesen, aber ich dachte eigentlich, Typ 0 bekommt es hin. Also mit einem... Oh, die haben ja mehr Pokémon, sehe ich gerade. Jeder zwei. Na gut. Erdbeben. Typ 0 bekommt dann zwar auch was ab, aber ist mir egal. Tempomacher. Ich werde nicht verwirrt. Geil. Und Erdbeben. So, Voltenzer ist auch down. Und Hundemann so gut verletzt.
erreicht Pferdestärke. Ich kann nicht angreifen, als zurückschreckt. Na gut, dann mache ich es halt voll fertig. So, und 54 für Pambros. So. Unmöglich, wie kann es sein, dass wir von Kindern in die Enge getrieben werden? Mit vereinten Kräften zu kämpfen hat seine Vorteile, daran könnte ich mich gewöhnen. Niki, Tali, ihr beiden kümmert euch um Fabian. Nein, 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 ich bin Regionalleiter Fabian, die letzte unannehmbare Bastion hier im Erdo-Paradies. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten, wir regeln das jetzt ein für alle Mal in einem Multikampf. Bist du bereit, Niki? Wenn wir Lilly und Cosmog retten wollen, müssen wir zusammen mit unseren Pokémon alles geben. Alles klar. Ziemlich viele Pokémon haben die. Okay, vamos. Ja, Raichu hat sehr viele Schwächen. Lady hat schon mal down. Effektiv, ne, ist keine gute Idee. Pupitau. Das war's dann wohl für Raichu. Oh, ist effektiv, nice. Oh, Fuego schickt dann den Kampf, interessant. Lepumentas. Holy shit. Was, es lebt noch immer. Krass, okay. So, Haus voll weg. So, damit ist Lepumentas down. Da gibt es noch zwei Pokémon und beide gehören Fabi. Ja. Da kommt dann Drecks Hypno. Ja, das Stärke. Okay, down. Und 55 schon für Pambros. Mega Kick. Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. Ja, warum nicht gegen Stampfer können wir es austauschen? Alter, alle leveln gerade wieder. So, letztes Pokémon ist Knirrfisch. Oh. Können wir gleich mal unsere Attacke ausprobieren. Oh oh. Ach, nicht auf mich, das ist gut.
Wollipurba. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Nachher einmal Kaskade auf mich und dann bin ich down. Wusste es. So, und jetzt macht er mich jetzt nur voll down. Perfekt. So war das geplant. Damit haben wir ihn wieder besiegt. Wir möchten Lilly retten. Du lässt uns doch jetzt durch, oder? Vielen Dank auch für den Schlüssel, Herr Regionalleiter. Oh, wie ich Kinder verabscheue. So, dann würde ich mal sagen, das war's für diesen Part, meine Freunde. Im nächsten Part geht es weiter, denn mein Essen ist jetzt fertig und ich muss dringend essen. Ich habe Hunger. Im nächsten Part geht es dann wieder weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo wäre echt super. Und man sieht sich im nächsten Part wieder bei Pokémon Ultra Sonne. Wahrscheinlich vielleicht sogar schon beim Finale. Wir müssen dringend zu Samantha wegen Cosmog und Lily. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.